Hallo Freunde, willkommen zur achten Folge von Der Weg des Go. Und jetzt sind wir 23. Q geworden. Und eine Runde geht noch. Gegner hat jetzt 6,5 Kumi. Wir haben noch zwei Handicap. Also zwei Steine für uns. Ja, na dann. Oh ja. Gut, geht es mal in die andere Richtung ein bisschen. Jetzt sind wir schon sehr, genau, sehr offen in der Position. Hier haben wir jetzt gut uns dicht gemacht. Ich lege hier hin. Alles hier ist weg. Okay, das ist gut. Das Problem erledigt. Da unten, der ist eigentlich auch so gut wie erledigt. Zu uns gehört jetzt dieses Gebiet hier rum schon. Genau, er muss jetzt dicht machen. Ich mache hier einen Zug. Okay, musste ich jetzt tun. Das sieht auch, hat keine Chance mehr hier an der Stelle. Versucht verzweifelt hier noch was zu reißen, aber ich bin immer in der Vorhand, also Sente. Meine Auslegung von Sente, ich weiß nicht, ob das wirklich Sente ist, aber das ist meine Auslegung von Sente. Und ja, er hat hier einfach keine richtige Chance mehr und es könnte für ihn eine fatale Niederlage werden eventuell. Richtig fatal. Ah, war jetzt ein bisschen blöd. Ja, scheiße, da wollte ich nicht hinlegen. Dummheit gemacht. Dumme Fehler unterlaufen. Hier reinlegen. So. Zumachen, ja, ich habe jetzt doch viel Platz verschenkt. Er muss aufgeben hier unten. Er sieht, er hat keine Chance. Also er hat auf jeden Fall gewonnen. Ich habe... Er hat auf jeden Fall verloren, ich habe gewonnen und da oben habe ich mich jetzt doch ein bisschen einlullen lassen, gell, und habe da Platz hergegeben, den ich nicht hätte verschenken müssen. Wollen wir mal zählen. 6, 7, ne, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 und 18, 38. Also ich habe 38, der Gegner hat 1 und 6,5 sind 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,5 zu 36. Ja, 18,5 Punkte Vorsprung. Alles klar, Dankeschön. 22. Q. Ja, ich überlege gerade, ob ich nicht dann für die einzelnen Spiele noch... Ich kann da keinen Anhang machen, das müsste ich auf einem extra Server dann hochladen, meine Spiele. Mal gucken, wenn das funktioniert, ich werde mal schauen, ob das geht, gell? Und dann könnt ihr die Spiele dementsprechend nachspielen, genauer euch noch anschauen, analysieren, andere Züge machen und so weiter. Das wäre kein Problem. Mal gucken, ob sie das machen lässt. Wenn ja, dann gut, wenn nicht, dann nicht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.